Wo gehen wir jetzt hin? Zu den Hühnern. Also, 1, 2, 3, die Hühnerzeit beginnt. Hühner, das sind die Hühner. Aber jetzt sind hier jetzt die Gurke reingeschnappt. Ich bin Franziska Jakubu, ich bin 33 Jahre alt und ich arbeite jetzt seit fast 4 Jahren hier bei den Spürnasen. Ich bin Fachkraft für tiergestützte Pädagogik und auch Multiplikatorin für BNE. Hallo, ich bin Sarah Jurak, bin schon hier im Haus seit 2019 und mittlerweile die Leitung des Hauses, gemeinsam mit meinem Leitungsteam. Ja, wir spüren also, wir haben hier einen tiergestützten Schwerpunkt und wir haben hier eine Kita-Hündin, also meine Hündin, die Sky. Wir haben Blattschneider, Ameisen, Stabschrecken und wir haben Hühner. Jedes Haus hat ja was Besonderes und die tiergestützte Pädagogik ist bei uns sehr besonders. Ich merke, dass die Kinder total auf die Beziehung zu den Tieren eingehen. Die Kinder haben viele offene Fragen und man merkt, dass man da so ins ko-konstruktive Lernen kommt und dass dadurch der Schwerpunkt Bildung für nachhaltige Entwicklung auch einfach gestärkt werden kann. Die Kinder die Eier viel mehr wertschätzen, als wenn sie nicht wüssten, wo es herkommt. Also Tiere heißt natürlich im ersten ein bisschen mehr Arbeit, aber im zweiten auch auf jeden Fall etwas sehr Bereicherndes. Für die Kinder ist es toll, weil die gerade die Nutztiere, also die Hühner, kennenlernen. Und ja, es ist immer ein tierisches Miteinander und sehr viel Spaß bei Kollegen und bei den Kindern. Die Kinder lernen so spielerisch, Verantwortung übernehmen, sehr viel auch mit Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstseinsstärkung. Und lernen so natürlich auch von uns, da wir alle auch so eine Haltung dann, also im Team dann haben, was es heißt, sich um Tiere zu kümmern. Bei den Spürnasen finde ich ganz besonders, dass das Team die Kinder in den Mittelpunkt stellt und schaut, wie können wir unsere Strukturen so verändern, dass wir das Bestmögliche für die Kinder rausholen. Und das ist schön zu sehen, trotz all dem stressigen Alltag, dass man immer wieder schaut, wie können wir uns weiterentwickeln und dass alle sehr reflektiert sind. Wir machen auch sehr viel für die Hühner. Wir basteln was aus den Hühnerfedern. Wir bauen etwas für die Hühner. Wir haben so Upcycling-Projekte gemacht und wir sprechen sehr viel. Die Kinder dürfen sich die Namen aussuchen für die Hühner. Und unsere Hühner haben jetzt halt ganz lustige Namen, so wie Pinguin, Karamell, Popcorn, Vanille, so wie die Kinder sich das halt ausdenken. Es braucht wirklich so, sag mal, verrückte Personen wie mich vielleicht, also jemand, der die Verantwortung übernimmt, der auch das Wissen mitbringt, der das Wissen auch den Kindern transferieren kann. Tiere haben keine Pausen, kennen kein Wochenende und unsere Hündin oder meine Hündin kommt mit mir nach Hause. Die Stabschrecken und die Ameisen schaffen das durchaus ein Wochenende alleine. Über Schließtage, also zwischen Weihnachten, werden sie dann trotzdem mitversorgt und das passiert, wie auch die Hühner an den Wochenenden von den Eltern. Hat ein Ei gelegt? Dann kümmern die sich gemeinsam mit ihren Kindern um die Tiere und die Kinder wissen meistens schon ganz genau Bescheid und die Eltern haben eher so ein bisschen Bedenken, oh, schaffen wir das denn? Aber das läuft ganz gut. Da sind wir sehr dankbar und wir brauchen das auch, also dass die Eltern uns unterstützen in der Tierhaltung und so ist das aber auch ein bisschen Familienbildung. 1, 2, 3, die Hühnerzeit ist vorbei. 4, 5, 6, zum Händewaschen geht es jetzt. 7, 8, 9, 10, wir dürfen jetzt reingehen.